Fußballunterhaltung. Für die hatte der HSV vor der Zeit von Bert van Marwijk selten gesorgt. Gegen Stuttgart bot die Mannschaft wieder ein Spektakel. Dreimal einen Rückstand aufgeholt, nie aufgegeben und phasenweise begeisternd kombiniert. Selbst die Hamburger erkannten sich nicht wieder. So ein Spiel habe ich noch nie erlebt gehabt. Gestern war ein überragendes Spiel, fand ich, von beiden Seiten. Man hat gesehen, dass wir das umgesetzt haben, was der Trainer wollte im Spiel, und zwar das Passspiel. Und wir haben nie aufgegeben und daran geglaubt, dass wir das immer machen können und diszipliniert weitergespielt. Auch wenn der HSV am Ende nicht gewann, die Art und Weise, wie die Mannschaft gespielt hat, war noch vor Wochen undenkbar. 10:0 Ecken, 20:9 Torschüsse. Bert van Marwijk sorgt für lange vermisste Spielfreude und Leidenschaft und tut dem HSV gut. Man sieht es im Training, wie die Ballannahme und so, das ist schon ein Riesenunterschied, dass er da ist, und man kann von ihm sehr vieles mitnehmen für die Zukunft. Doch bei aller Begeisterung sollte man in Hamburg nicht vergessen, dass mit dem Stuttgart-Spiel noch nichts erreicht ist. Viel zu oft folgt auf eine leidenschaftliche Partie eine enttäuschende. Und der HSV stellt mit 22 Gegentoren nach wie vor die schlechteste Abwehr der Bundesliga, gemeinsam mit Hoffenheim. Fest steht aber auch, dass die Elf unter van Marwijk stabiler wirkt und an Struktur gewonnen hat. Ich glaube, wenn wir so weiterarbeiten, so weiter Fußball spielen, dann ist es auch nur eine Frage der Zeit, bis die Siege dauerhaft kommen.